Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic. Knights of the Fallen Empire. Wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nämlich genau hier. Ich möchte natürlich auch wieder schön versuchen, möglichst wenig Gegner mitzunehmen. Von daher fahre ich hier schön außen rum. Geht ja hier glücklicherweise auch fast. Und dann geht es jetzt zur Fähre. Wir sollen ja hier den Kampfläufer jetzt auch besiegen. Akan hat alle seine Bring das Schwert Spielzeuge hinter mitgebracht. uns! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck! Ich vergesse jedes Mal, dass ich das beim Laufen aktivieren kann. Ist da irgendwas? Nein. Wir sollen ja hier die Fähre gleich nehmen. Wir sind immer noch in Kapitel Bring das schnell hinter 8. uns! Abflug. Und wenn wir das Kapitel dann geschafft haben, haben wir auch erstmal nochmal ein Kapitel wieder in Ruhe. Das kann ich euch gleich schon mal sagen. Das brauche ich jetzt auch gar nicht so verheimlichen. Wir haben dann auch noch ein bisschen Ruhe wieder. Aber dann geht es dann auch relativ schnell wieder weiter mit der Action. Fährt schon wieder ein Bus ab. Okay, der wäre jetzt gerade fast gegen die Fahne gefahren oder geflogen. Imperator Valkorion spricht mit euch, oder? Hat er irgendwelche Ratschläge? Er straft mich mit Schweigen. Wahrscheinlich geht ihm gerade viel durch euren Kopf. Der Imperator ist ein großer Mann. Wenn jemand euch helfen kann, Arkan auszuschalten, dann er. Ich will seine Hilfe nicht. Er hält mit einem Monster an. Wir arbeiten an einem Plan. Wir haben gelernt, unsere Kräfte zu vereinen. Jetzt müssen wir sie nur noch auf Arkan konzentrieren. Reserviert mir einen Platz in der ersten Reihe, wenn es soweit ist. Erinnerung, die Gravestone wird immer noch belagert. Du bist frei von der Kontrolle deines Vaters. Du musst Arkan nicht dienen. Du kannst diesen wahnsinnigen Krieg aufhalten. Wir sind dir nicht gefolgt, als du Vater verlassen hast. Warum sollten wir jetzt auf dich hören? Die Hauptüberbrückungsstation ist direkt voraus. Was immer geschieht, ich möchte, dass ihr eins wisst. Es ist eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Bleibt in der Nähe, wir sind ein Team. Flirten, Schmeichler. Lass mich nicht im Stich. Koth, seid bloß vorsichtig, sonst werde ich noch rot. Darum mache ich keine Komplimente. Finden wir diesen Droiden. Steuerholm, okay. Okay, keine Ahnung, wo mein Gefährte jetzt gerade eben wieder war. Wenn hier gerade irgend so ein Gong-Droide ist. Ich sag irgendwie immer Gong-Droide, ist das schon mal aufgefallen? Dann verkaufe ich auch noch mal schnell was. Okay, wir müssen direkt zum Fahrstuhl. Ich glaube, im Original-Let's Play habe ich, glaube ich, irgendwie. Also im damaligen Let's Play mit schwieriger P hatte ich, glaube ich, irgendwie 5 Folgen für den Scheiß hier gebraucht. Mal gucken, wie lange wir diesmal brauchen. Gut, da waren die Folgen auch deutlich kürzer, da hatte ich glaube ich nur 10 bis 15 Minuten gemacht. Mittlerweile mache ich ja 20 Minuten plus. Dass wir auch überhaupt was sehen hier von den Folgen. Ich meine, dadurch, dass nur eine Folge pro Tag kommt, macht das keinen Sinn, da nur irgendwie 10 Minuten zu machen. Da würdet ihr fast gar nichts haben vom Let's Play. Müsst ihr ja mehr ewig warten. Von daher. Achso, wir fahren mit dem Fahrstuhl zu noch mehr Fahrstühlen, okay. Schön auf den Beinen bleiben. Machen wir, wenn dann schon. Ne, Moment, Frachtaufzüge, was hat das jetzt zu tun? Das ist weit genug, Fremdling!
Weit genug oben oder was? Oder weit genug wo? Okay, dich kann ich nicht wegschubsen, das ist schon mal gut zu wissen. Ach, guck mal, das HK. Das ist euer Ende! Sprungtruppen sind lästig. Eigentlich wollte ich gerade ins Gewitter auf die Sprungtruppen hauen. Beurteilung. Sprungtruppen sind lästig. Ja, das finde ich auch. Isaacs wird euch holen. Deine Mutter wird dich holen und dann ins Bett bringen. Okay, der ist... Ich weiß, ich bringe den immer wieder, aber der ist einfach zu geil. Gerechtigkeit für Valkorion! Der Typ ist doch sowieso schon längst down und immer im Körper drin. Von daher, da gibt's doch gar keine Gerechtigkeit mehr. Beurteilung. Sprungtruppen sind lästig. Ja, das ist mir heute auch schon aufgefallen, HK, aber danke, dass du mich daran erinnerst. Du schreist immerhin nicht so blöd rum. Also, können Druiden schreien? Da ist ein ganzes Bataillon Sakul-Ritter auf dem Weg zu euch. Sie kennen unseren Plan. Ich finde Arkan immer noch nicht im Sicherheitsnetz. Er ist verschwunden. Ich kümmere mich mit HK um diese Ritter. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Gravestone fliegt. Um jeden Preis. Spielt nicht den Heldenkopf. Flirten, ihr seid mein Held. Euer Tod darf nicht sinnlos sein. Tapferkeit im Angesicht des Todes ist nur attraktiv, wenn man überlebt. Versprecht mir, dass ihr lebendig zurückkommt. Noch romantischer ist es, wenn ich zurückkomme und fast tot bin. Unterstützung. Ich kann nicht tödliche Wunden verursachen, wenn das ihrem Balzritual zuträglich sein sollte. Der Kanal ist immer noch offen. Wir schaffen das schon. Und ihr bestimmt auch. Koths militärische Ausbildung war gelinde gesagt unorthodox. Diese Ritter wissen nicht, wie sie sich gegen ihn und HK verteidigen sollen. Okay, begib dich immer noch zum Steuerholm, auch wenn wir da eigentlich gerade schon sind. Okay. Wahrscheinlich war das mit Frachtaufzüge gemeint. Okay, nochmal wieder Gegner in den Haufen. Kann ich da vorbeirennen? Ja, irgendwie schon. Ich habe gar keinen Gefährten, kann es sein? Scheiße. Ohne Gefährten. Wird's härten? Ja, ich wusste es einfach. Ich muss sagen, der Witz war gerade auch sau schlecht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, der Witz war wie immer schlecht. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Muss echt aufhören, während des Spiels immer was anderes zu machen. Fuck, ich wollte ihn noch gar nicht angreifen. Ich wollte mich eigentlich erst heilen. Und dann machen wir eben erstmal ein Schild. Dann eben noch den hier. Kannst mir jetzt eh in der Zeit keinen Schaden zufügen und ich werde schön hochgeheilt. Also ich muss sagen, am PvE ist die Machtbubble ja echt geil, aber im PvP ist sie so beschissen. Da würde ich sie so gerne rausnehmen aus dem Spiel einfach. Also im PvP würde ich sie gerne rausnehmen, dass man sie nicht aktivieren kann. Genauso wie ich auch die Tarnung rausnehmen würde. Oder wenn die Klassen wieder alle so gleich, ne? Aber trotzdem, ich finde dieses Bubble scheiß einfach zu einfach unnötig. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass wenigstens ein paar Alibi-Wachen...
Okay, benutze die Docksteuerung, um die Gravestone zu befreien. Okay, diese ist schon mal Heilungsstation, deswegen wird hier auf jeden Fall schon mal ein Kampf stattfinden. Das steht schon mal fest. Bestimmt auch kein einfacher Kampf. Andock-Vorrichtungen sind entriegelt. Ich bereite das Schiff für den Abflug vor. Das ist Musik in meinen Ohren! Alle einsteigen! Los! Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Wagt es nicht, mich anzurühren! Habe ich aber gerade, Valkorion, es ist soweit. Ihr werdet Qualen erleiden. Ich werde euch Schlimmeres antun. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr mich anflehen, euch zu töten. Keine Gnade, bis zum bitteren Ende. So, wie es sein soll. Bitte, sterben Sie, Fleischsack! Besiege Arkan, okay. Erbärmlich! Alle beide! Ich existiere, um zu dienen. So. Ich hasse es, wenn er mich stundenlang wirkt. Wenn es unfair ist, ich kann ihn nicht wirken, ne? Na gut, ich kann so oder so nicht wirken, aber... Wenn ich jetzt wirken könnte, könnte ich ihn dadurch auch nicht wirken, ne? Was hat er jetzt gerade gesagt? Jetzt werdet ihr sterben, okay. Der Einzige, der hier zwar sterben wird, bist du, aber... Na gut, ich glaube eher, es wird keiner sterben, als dass du hier gerade gleich stirbst. Wo ich ja, glaube ich, gar nicht weiß, ob... Ja, ob die erweiterten Kapitel, also 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ob die von Anfang an bekannt waren, dass es die später geben wird, oder ob man erst später gesagt hat, wir führen nochmal ein paar neue Kapitel ein. Da könnte man ja möglichst also auch gedacht haben, dass wenn er jetzt hier dann auch wirklich dann der richtige Endkampf ist. Auch wenn er auch Popel einfach ist. Nur halt lange dauert. Alle beide. Und wenn er jetzt auch wieder nur bis zur Hälfte runtergehauen werden muss und dann fertig ist, dann... Wenn er jetzt die Länge zieht durch irgendwelches gerungenes Stunne, dann geht es mir auch auf die Nerven. Jetzt werdet ihr sterben! Nein, ich werde nicht sterben, weil ich nämlich noch fast hoch bin. Oh fuck, ich glaube, ich gehe lieber weg. Was waren die Teile da? Energieleitung, was macht da? Was machen die? Ja, muss der mich jetzt gerade wirken, wenn ich die Dinge aktivieren will? Ich würde gerade wissen, was die bringen. Kann ich den da irgendwie ranlocken oder so und dann passiert dem irgendwas? Nö, ne? Alle beide! Oder passiert denn jetzt doch irgendwas? Okay, was auch immer diese Energieteile hier bringen. Boah, der kann zwar auch mit dem Unsinn hier. Okay. Keine Ahnung, was die Dinger bringen. Herr! Genug! Selbstaufopferung! Ich kann es kaum erwarten, alle eure Freunde zu treffen. Mein Sohn ist zu stark. Ihr braucht meine Kraft.
Wir können ihn nur zusammen besiegen. Ich werde euch beide besiegen. Allein. Gebt mir eure Kraft. Ich will die Sache beenden. Jetzt. Regenbogen. Unglaublich. Alle Lebenszeichen auf den Schiffen in der Nähe des Steuerholms sind verschwunden. Du wirst nicht gewinnen, Vater. Ich werde dich vernichten. Was habt ihr getan? Die Greystone ist frei! Kommt wieder her, sonst werdet ihr zurückgelassen! Jetzt sollte es besser werden. Entkomme zu Greystone, okay. Am Ende des, ja, so gesehen, ersten Teils von... Nein, also von Empire fast. Hier, das wird helfen. So gesehen, ja gut, die erste Hälfte hätten wir dann so gesehen ja fast. Oh, wieder Gegner überall. Komme ich da irgendwie dran vorbei oder muss ich die wieder besiegen? Ja, natürlich muss ich die besiegen. Aber die haben immerhin Gefährten, ne? Vielleicht kann ich auch da irgendwie zwischen den Kisten wieder durch. Kann ich sogar. Machen wir das doch so. Warte, ich muss ja da lang. Abkürzung oder was? Ja, anscheinend eine Abkürzung. Ich will dir nicht wehtun. Ich mochte dich lieber, als du tot warst. Thank you.
Sie sind drin. Los! Scorpio, bring uns in die Luft! Das sind aber viele Schiffe in dieser Blockade. Ich weiß. Die Omnikanone ist noch nicht bereit. Wir können uns den Weg nicht freischießen. Ich weiß. Feindlichen Schiffe eröffnen das Feuer. Ich weiß! Der Hyperantrieb ist bereit. Dann los! Ich habe mir nie Sorgen gemacht. Die schlägt sich ganz gut, Captain. Die Gravestone hat leichte Rumpfschäden erlitten. Das hätte vermieden werden können, wenn man mir vollen Zugang zum Hauptcomputer ermöglicht hätte. Leichte Rumpfschäden? Oder du kommandierst ein unaufhaltbares fremdes Kriegsschiff. Entscheidungen, Entscheidungen. Hey, stirbt ihr? Kann ich euer Zeug haben? Ich komme schon klar. Der Kampf hat mir viel Kraft gekostet. Tora Macht wirken. Können wir machen, das ist einfach mal so aus Spaß. Ich glaube zwar, dass wenn die anderen nicht gut finden, wir machen es einfach mal. Was glaubt ihr? Verstanden! Helft uns! Doch nicht tot? Der Fremdling ist entkommen. Ein unerwarteter Rückschlag. Doch ich habe heute viel gelernt. Vaters Macht hat sich verändert. Sie ist schwächer. Mutter hat mich am Leben gelassen. Ich bringe sie um. Immer mit der Ruhe. Euer Körper hat viel mitgemacht. Wir waren nicht sicher, ob ihr nochmal aufwacht. Besonders seltsam ist, dass ihr keinen Kratzer hattet. Auch nicht innen. Valkorions Kraft hat mich zerrissen. Wie lange war ich bewusstlos? Verhetzschild. Was? Verhetzschild? Nicht. Sagt mir bitte nicht, es sind schon wieder 5 Jahre vergangen. Ungefähr 2 Tage. Was ist geschehen, während ich bewusstlos war? Die Gravestone ist sicher. Aber ich habe ein paar Crewmitglieder beim Asyl verloren. Wenn Senja nicht da gewesen wäre, hätte es viel schlimmer ausgehen können. Len kann ihr einfach nicht genug danken. Es ist schon fast peinlich.
Ich traue Senja immer noch nicht. Aber sie war da, als es darauf ankam. Das werde ich immer sein. Wir haben noch jemanden verloren. Ich schätze, ihr wart dabei als HK. Er war ein Held bis zum Schluss. Hat er eine Speichersicherung? Er war nur ein Droide. Er hat gekämpft, um mich zu verteidigen. Arkan hat ihn zerstört. Die HK-Einheit war minderwertig. Sie musste zwangsläufig irgendwann als Schrott enden. Ich werde dich deaktivieren. Lana hat uns gesagt, dass alles begann, als Heskal euch rief. Heskal ist tot. Er war es, der Arkan zum Asyl brachte. Er meinte, es sei Schicksal. Und die anderen Erben? Er meinte, sie stünden immer noch auf unserer Seite. Sie würden uns finden, wenn die Zeit reif ist. Wer solche Verbündeten hat, braucht keine Feinde. Wenn wir damit fertig sind, uns gegenseitig runterzuziehen, könnten wir auch mal über die guten Neuigkeiten sprechen, oder? Die Schlacht um das Asyl hat der Galaxis gezeigt, dass Sakul nicht unverwundbar ist. Meine Kontakte in den Kernwelten werden uns unterstützen, werden euch unterstützen. Ihr seid dabei, zum Anführer einer Allianz zu werden, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den ewigen Thron ein für alle Mal zu stürzen. Alle warten auf einem Planeten namens Odessen. Wenn ihr bereit seid, sollten wir dort mal vorbeischauen. Wir lassen sie besser nicht warten. Na dann mal los.